Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlezone 98 Redux. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hinterhalt vorbereitet. Mal gucken, ob es diesmal mit drei Türmen funktioniert. Das Mal davor hat es mit dem Hinterhalt ja nicht so funktioniert. Mal gucken, ob es diesmal besser läuft. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein paar Panzer bauen. Was jetzt? Und werde ihn mal zu mir holen. Ja, Sir. Unterwegs. Einheit fertiggestellt. Das ist ein Konstruktor, der da hinten immer angeschissen kommt. Oh, bin jetzt erwischt. Den darf ich ja nicht verfolgen. Ich darf ja nicht zu nah an die Base ran. Komm, what the fuck. Okay, die Schütze machen das. Ich merke das. Nice. Produktion kann gestartet werden. So, Konstrukteur. Mal sehen, kriege ich hier eigentlich irgendwo noch ein Geschütz hin? Ja, Sir. Hier kommt noch, kann noch eins hin. Produziere. Da werde ich auch hier noch eins hinsetzen. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. So, noch ein bisschen. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Fertig. Greife an! Unterwegs! Was jetzt? Schließe auf! Muss mit den Panzern aufpassen. Schließe auf! Was jetzt? Schließe auf! Konstruktion fertig! Wenn die hier mit so blöden Sachen wie Verfolgung anfangen, könnten die versehentlich in die gegnerische Base reinfliegen. Das könnte ein bisschen ungeil werden. Stützpunkt wird angegriffen. Aber das gibt's doch nicht. Hier lässt du wohl meine Versorgungseinrichtung in Ruhe, du Penner. Glaube ich's denn? Ja, scheiße. Ja, Sir. Panzer, lass dich mal reparieren. Hier, reparieren. Werde repariert. Reparatur fertig. Commander, der Konvoi erreicht das Ziel. Commander Prescott schneidet ihm mit seinem Platoon den Weg zurück ab. Lassen Sie sie nicht die Startplattform erreichen und sichern Sie mit allen Mitteln das Logbuch. Okay, da kommt er. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Was jetzt? Schließe auf! Produktion kann gestartet werden. Geschütz. Ja, Sir. Kann ich hier noch eins hinsetzen irgendwo? Bevor es losgeht. Da war, glaube ich, gerade noch Platz. Da. Produziere! So, sechs Geschütze. Wenn die da durchkommen, dann weiß ich es auch nicht mehr weiter. Da braucht man echt schon eine übelste Armee. Würde bleibt bei mir. Ja, Sir. Schließe auf! Bleib bei mir. Konstruktion fertig. So, die sind alle mit der Fassung repariert. Werde repariert. Reparatur fertig. Da kommt das Relikt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich dachte, der fährt mich jetzt. Und drauf da. Ich hoffe, die zerstören das Relikt nicht. Oh, der hält aber ordentlich was aus der. Yo! Stützpunkt wird angegriffen. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich baller auch nochmal mit rein. Einfach weil ich es kann. Ich treffe nicht das Relikt, ey. Das wäre echt bitter. Oh, die Türme, Alter, die machen das so richtig. Alter, die Türme. Was jetzt? So, du reparierst dich. Werde repariert. Reparatur fertig. Grizzly hier. Lade nach. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Ja, nice, würde ich sagen. Das hat richtig funktioniert. Jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt noch den Auftrag, das zu bergen? So, das ist der komische Bauernhalter, den ich jetzt auf den Türmen einsatz benutzen kann.
Tja, jetzt? Irgendwie passiert gerade nichts. Einheit Fabrik. Transporter brauche ich 6 Schrott für. Da haben wir ja so Transporter. Produktion im Gange. Einheit fertiggestellt. Erwarte Marschbefehl. Was? Belade. Irgendwas greift mein Scavenger an. Das passt mir jetzt gar nicht. Was jetzt? Schließe auf. Ja, Sir. Schließe auf. Liefere Schrott ab. Ja, Sir. Schließe auf. Aber wo? Das war doch irgendwo in dieser Richtung. Zumindest wurde ein Scavenger angegriffen. Ne, der hier wurde angegriffen. Der 1. Okay. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber sieht heil aus. Dann ist ja alles gut. So, was sagt die Mission zu? Ach, da steht's ja auch. Holen Sie die außerirdische Datenbank zurück und bringen Sie sie zur Einheit. Da bin ich ja dabei. Transporter ist ja unterwegs. Theoretisch könnte ich so ja jetzt den Gegner einen Stern auf dem Platt machen. So, ich kann ja mal hier mit I identifizieren. Zack. Objekt unbekannt. Ja, ganz toll. Na gut, egal. So, wo bleibt denn der Transporter? Schlepper hier! Vielleicht hätte ich den gleich holen sollen, ey. Gleich von Anfang an. Ja, Sir. Aber was soll's, dann kann der sich sonst noch. Lade nach. Produktion kann gestartet werden. Ich finde mal lustig, wie die sich so drehen. Wenn sie pariert oder beladen werden. Oder hier nach dem Zug. So, da ist er ja. Sehr schön. Schlepper hier. So, zu Napf gehen. Nee, die Enge ist nicht der Fall. Du sollst... Transportiere Fracht. Folge. Komm, komm mit. Dann halt folgen. Was jetzt? So, schließe mit. Auf. Boah, das ist aber ein ganz schönes jetzt Biometall-Schrottfeld. Naja, so viele Fahrzeuge, wie da gerade hops gegangen sind, ist das ja eigentlich auch kein Wunder. Ist gar nichts mehr wie Metall gewonnen, ist das so lange gebraucht. So, Einsatzfahrzeuge, Transporter. Transportiere Fracht. Du sollst hier zur Einheit bringen. Ja, Sir. Ach Mann, Leute. Wie sind die anderen eigentlich alle? Achso, zwei Weise hinter mir. Da kommt da. Sehr schön. Tja, wenn man weiß, dass man für die Mission angehen muss, dann ist das alles ganz einfach. Aber die Türme sind echt mächtig. Also, wenn ich jetzt überlege, was ich mit denen gerade auseinandergenommen habe. 3 Türme. Dann noch die 3 dahinter. Wenn was durchgekommen wäre, also. Das ist schon geil. Die haben auch eine gute Reichweite. Die kann man auf jeden Fall gut verteidigen. Das Kraftwerk. Gute Arbeit, Grizzly 1. Ich lasse unsere Wissenschaftler mehr über dieses Projekt Furien in unserer Datenbank herausfinden. Setzen Sie Ihren Einsatz fort. Welchen Einsatz? Ah, ich wollte gerade sagen. Mission war doch zu Ende. Hätte auch gut her, dass man sich den Sternhafen noch platt machen muss. So, Einsatzberichtung. Eins ist erfolgreich. Sehr gut. Sie haben das Relikt vom Sternhafen gesichert. Es enthielt weitere Informationen über die Biometalltechnologie, sodass wir nun mehr über die Rasse wissen, die es erfunden hatte. Wir erfuhren, dass sich dieses Volk selbst die Etonia nannten und vom Planeten Icarus stammte. Icarus? Witzig.
Gemäß ihrer Sternkarte liegt er zwischen Mars und Jupiter. Heutzutage finden wir dort nur noch einen Asteroidengürtel vor. Sieht so aus, als sei ihre Welt zerstört worden. Okay. Na gut, das ist, denke ich mal, erstmal das Wichtigste. Und, ach ja, hier steht noch was von Krieg zwischen zwei Parteien. Wahrscheinlich haben die sich gegenseitig platt gemacht. Wir müssen uns nach Io begeben. Geht klar, also dann ab nach Io. So. Einsatzziele. Holen Sie sich das Furienrelikt auf Io. Produzieren Sie einen Schlepper und bringen Sie das her. Gut klar. Okay. Das heißt, rein in die Basis. Sollten wir uns in tiefste Abgründe begeben und es ans Tageslicht bringen. Es. Was war es? Das zuletzt gefundene Relikt berichtete davon, aber keiner außerhalb unserer Forschungsabteilung wusste, was es war. Man munkelte, es handelte sich um eine neue Technologie. Das Ergebnis der ketonischen Forschungen auf der Venus. Sie selber hatten es Projekt Furien genannt. Wir wussten nur, dass auch die Sowjets alles daran setzen würden, es zu bekommen. Der Kampf ging weiter. Wir sind zur gleichen Zeit wie die Sowjets auf Io gelandet. Sie errichten einen Stützpunkt bei Navigationsboje 2. Ihr Ziel ist ebenfalls das Furienrelikt bei Navigationsboje 1. Commander Yevin und Miller suchen gerade zwei weitere Furienrelikte im Süden. Ihre Aufgabe ist denkbar einfach. Produzieren Sie einen Schlepper, holen Sie sich das Relikt und bringen es zum Stützpunkt. Das hört sich ja voll easy an, Sir. Oh, ich bin ganz alleine. Gehe in Position. Recycler hier. Na gut, bis Produktion auf den Recycler gestartet. alleine. Produziere. Produktion fertig. Produktion gestartet. Produziere. So, Produktion erstmal drei gestartet. Scavenger. Produziere. Dann Produktion hole ich noch fertig. gleich die Einheitenfabrik. Produktion gestartet. Frage ist, in welche Richtung? Produktion fertig. Bereit zum Abmarsch. CCA-Stützpunkt. Da hinten ist Ich brauche Energie. Dann nimm. Steuere neue Koordinaten an. Warte mal. Auf dem Weg. Steuere neue Koordinaten an. CCA-Stützpunkt, da ist. Steuere da Geysir an. Okay. Nur damit ich ungefähr zum Einschub wird. Einheitenfabrik online. Ich weiß nicht, ob man über Lava fahren kann. Das bedeutet, von links oder von hier könnten Gegner kommen. Einheitenfabrik hier. Nee, Einheitenfabrik wollte ich. So, Konzeption. Produktion gestartet. Dass ich mir gleich vielleicht erstmal irgendwo Geschütz hinstelle, wäre vielleicht ganz geil. Produktion fertig. Marsch fertig. Was ist eine Versorgungseinheit? Ach, keine Energie. Geh zum Geysir. Recycler hier. Ja. Produktion gestartet. Eine Blitzkanone habe ich neu dazu gekriegt. Müsste ich mal ausprobieren, wie gut die ist. Produktion fertig. Produktion kann gestartet werden. So, dann würde ich mir hier ein Solarkraftwerk und einen Geschütz hinsetzen. Ja, Sir. Also da passt auf jeden Fall ein Geschütz hin. Die Frage ist, passt da immer noch ein Geschütz, wenn ich da ein Solarkraftwerk hinsetze? Das ist nicht so viel Platz. Produziere. Ich weiß auch nicht, ob von da einer kommt, aber dann habe ich wenigstens eine Seite schon mal so ein bisschen dicht. Geschütz hält ja doch eine Menge aus. Aber wenigstens diesmal scheinbar keinen Zeitdruck. Das ist schon mal sehr schön. Ich kann hier also in Ruhe meinen Blödsinn abziehen. Nein, Spaß. Einheit in Bewegung. Konstruktion fertig. So. Oh, diesmal gibt es ein Solarkraftwerk. Kein Blitzkraftwerk. So, und jetzt das Ja, Sir. Das geht nicht. Oh. Produziere.
So, sehr schön. So, dann ist die Seite erstmal safe. Das heißt, von hier kann aber auch jemand kommen. Glauben. Oh Gott. Ah. Produktion kann gestartet werden. Sir, die Sowjets haben das Relikt in ihren Besitz gebracht und sind auf dem Weg zu ihrem Stützpunkt. Nicht. Produktion im Gange. Einheit in Produktion. Einheit fertiggestellt. Produktion im Gange. Wo sind die? Aber das ist ja genau in die gleiche Richtung. Einheit fertiggestellt. Was jetzt? Schließe auf! Was jetzt? Schließe auf! Einheitenfabrik hier. Ja gut, dann gehe ich mal mit Verstärkung los. Ist natürlich jetzt doof. Produktion im Gange. Ich hoffe, dass ich die nicht abfangen muss. Das hätten die einem dann ja vielleicht etwas eher sagen können. Einheit fertiggestellt. Was jetzt? Schließe auf! Wow! Oh, die ist ganz gut, die ist ganz gut. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht weiß, wo die hin sind, kann ich sie nicht bekämpfen. Wahrscheinlich Richtung Stütze. Die Frage ist, kann ich es mir leisten zu warten? Boah, nicht in die Lava. Ich glaube nicht, dass ich da rüberfahren kann. Ich will sie mich auch gar nicht erst ausprobieren. Meine Verstärkung, da kommt's her. Das sieht mir ja nicht wie ein Konvoi aus, sieht mir eher wie ein B-Trupp aus. Wow. Zum Teufel, Commander. Die Sowjets konnten das Furienrelikt in ihren Besitz bringen. Ich konnte es nicht abwarten, mit eigenen Augen zu sehen, was es anrichten kann. Nur leider sind wir jetzt auf der falschen Seite. Warum sagt er mir nicht gleich, dass ich da rein soll? Auf Io sollten wir uns in tiefste Abgründe begeben und es... Also das ist echt schwierig teilweise. Ich wusste nicht, dass ich... Ich dachte, ich kann mir jetzt Zeit lassen. Wir sind zur gleichen Zeit wie die Sowjets auf Io gelandet. Sie errichten einen Stützpunkt bei Navigationsboje 2. Hätte ich gewusst, dass ich die Zeit nicht habe, dann wäre ich gleich rein. Navigationsboje 1. Commander Yevin und Miller suchen gerade zwei weitere Furienrelikte im Süden. Ihre Aufgabe ist denkbar einfach. Produzieren Sie einen Schlepper, holen Sie sich das Relikt und bringen es zum Stützpunkt. Produktion gestartet. Produzieren. Na gut. Produktion fertig. Dann muss ich halt jetzt schneller Produktion werden. Gestartet. Produziere. So, dann gleich die Produktion Waffen fertig. Daher. Produktion gestartet. Produktion fertig. Bereit zum Abmarsch. Recycler hier. Ich brauche Energie. Steuere neue Koordinaten an. Steuere Geysir an. So, dass es hier genug Geysir gibt. So, die Boje, Reliktstätte. Das muss ja das Relikt sein. Einheitenfabrik online. Ich hole mir jetzt sofort den Transporter. Produktion im Gange. Und danach erst den Panzer. Einheit fertiggestellt. Erwarte Marschbefehl. Folge! Einheitenfabrik hier. So, jetzt brauche ich gleich die Panzer. Oh.
ist nur einer. Da ist gerade einer vorbeigesaust. Einheit fertiggestellt. Einheitenfabrik hier. Produktion im Gange. Was jetzt? Schließe auf! Na, da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel da rumrollen. Einheit fertiggestellt. Was jetzt? Schließe auf! Einheitenfabrik hier. Reicht nicht. Ich will noch einen Panzer. So. Wo ist das? Ich wusste, irgendwo ist da hier der Aufklärer. Probier's mal mit der Blitzkanone. Wow, wow, wow. Das funktioniert? Oder schießt nee. Ich dachte gerade, das schießt nicht. Das Ding muss weg. So, sehr schön. Kann ich ja jetzt noch eine Versorgungseinrichtung bauen. Produktion gestartet. So, der Schlepper hier. Belade. Produktion fertig. Marsch fertig. Keine Energie. Geh zum Geysir. So, der hat ja einen Geysir in der Nähe. Können Sie den gleich nutzen? Das ist sehr gut. Da kommt doch schon mal eine Verstärkung. Dringend benötige, ey, mein Panzer ist so gut wie im Arsch. Was ist denn das Schlepper? Produktion kann gestartet werden. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Reparatur fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Reparatur fertig. Fuck, mach die platt, mach die platt. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Versorgungseinrichtung hier. So, der zu NAV gehen. Landet zurück. Transportiere Fracht. Ja, Sir. Oh fuck, da kommen noch mehr. Muss ja weg. Greif an! Unterwegs! Ja, Sir! Unterwegs! Aha, toll, keine Muni mehr, nix. Ich kann hier gerade gar nichts machen, das ist ein bisschen doof. Und ich könnte im Recycler. Recycler hier. Nein. Produktion gestartet. Produziere. Recycler hier. Produktion gestartet. So. Jetzt sollte ich aber hinkommen, wo ich hinfahre. Produziere. Produktion fertig. Produktion gestartet. Produziere. Produktion fertig. Produktion gestartet. So, okay. Produziere. Produktion fertig. Produktion gestartet. Was jetzt? Schließe auf. Produktion fertig. Was jetzt? Schließe auf. So, Recycler. Recycler hier. Produktion gestartet. Kann ich jetzt noch einen Konstrukteur gebrauchen? Kann dann hinter mir dicht machen. Boah, Lebensenergie. Produktion fertig. Boah, das war echt knappe Kiste. Jetzt nicht so schlimm gewesen, aber wenn ich die Panzer verloren hätte, aber. Produktion kann gestartet werden. So. Ja, Sir. Solator. Ich weiß, dass hier einer hinpasst. Passt nicht auf einer. Produziere. Gute Arbeit, Commander. Sie haben das Relikt gesichert. Auch Yevin und Miller können Erfolge vermelden. Bringen Sie diese Dinger jetzt zur Startplattform. Wird das hier langsam etwas heiß. Jetzt soll ich noch zur Startplattform. Oh. Achso, okay. Boah, das war ja simpel. Das war echt eine ganz fixe Mission. Jo, dank dir ist das Erfolg. Das war 1A. Sehr schön. So, wir bleiben auf Io. Eskortieren Sie die Transporter mit den Folien zum Startplattform. Ah, okay, das ist die nächste Mission. Wäre auch zu einfach, wenn es hier lächeln gewesen wäre. Hätte ich mich so schön einbunkern können. Na gut. Aber ich denke mal, wir machen hier einen kleinen Cut. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt.
Lasst mir doch einen Kommentar, ein Abo oder einen Daumen. Ich würde mich drüber freuen. Mich würde mal interessieren, wie euch das Spiel eigentlich gefällt oder ob ihr das Spiel überhaupt von früher kennt. Das würde mich auch mal interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.